Ich habe auch was in der Hand. Jetzt von euch mit alle? Beim Laufen? Nein. Nein. Wir gucken. Rückstand. 5 Kilometer Klosterlauf. Frau Böcker ist bei mir, ja, Nummer ist bei mir für den Start mit dem dritten Platz. Startnummer 289 von Lahme Erpel Schäfe. Ann-Marie Bolz. Grüße, Ann-Marie Bolz. Da kommt sie. Platz 2, herzlichen Glückwunsch. Gerade noch bei den 14, glaube ich, besiegt, kann das sein, und das sieht die Erinnerung, und jetzt bei den 5 Kilometer Platz 2 von weiß ich nicht, sondern mit der Stadt von 361 Jahre Krieg. Smart und Fuß, richtig? LAZ. Entschuldigung, ja. So, dann Siegerin, ich glaube, die war beim ersten Klosterlauf schon mal ganz toll auf dem Kästchen, mit der Startnummer 366, Christina Wechsler, LAZ Belgien, Osora. Welcher Zeit berechtigt 21:42? Einmal zusammenrutschen, das Foto. Können auch alle auf die 1 blättern. So, geht zusammen, jawohl. So, und jetzt schön strahlen und den Pokal mir ein bisschen entgegenstrecken. So. So, hier gibt es noch jeder Namen mit der Kamera. Hier sind noch ein paar Zeit und mehr. Wollt ihr noch ein paar mehr machen? Ja, klar, wir haben Zeit noch was. Okay, Dankeschön. Kommen wir zu den Herren aus Henne mit der Startnummer 378 in 1905. Nico Zocht. So, Platz Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch, Nico. 19.05. Platz Nummer 2, Startnummer 120 in 17.52, Luca Schör. Luca geht gleich auf die 10 Kilometer Strecke. Und erfolgreich seinen Titel verteidigt hier beim Klosterlauf über 5 Kilometer, hat mit der Startnummer 326. Tobias Herrmann, LG Warschau-Rüthen in 17.06. So, damit rutscht ihr auch einmal zusammen, genau. Ruhig alle auf die 1. Wenn genug. So, und den Pokal ein bisschen Richtung Kamera strecken, wenn das geht. Und strahlen. Der letzte Start für den heutigen Tag, der Dr. Böcker Gedächtnislauf über 10 Kilometer. Zu meiner rechten Seite die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Soest, Frau Stratmann, herzlich willkommen, Dankeschön. Zur linken Seite die Vorsitzende des Klostervereins Gretchen und Paradies, das ist die Frau Borst. So, ich fange jetzt mal bei der Bürgermeisterin an. Soest bewegt sich, ist das Thema. Ich denke, wir haben ein großes bisschen bewegt, oder? Ich bin total zufrieden und ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen im Namen der Stadt Soest. Soest bewegt dich, habe ich ja als letzten Appell mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube, es ist ganz toll. Und wenn Professor Böcker heute hier diese Kulisse sehen würde, dann würde er sich wahrscheinlich sehr freuen. Ich habe noch im Ohr, wie er immer gesagt hat, bewegen, bewegen, das kräftigt den Körper und den Geist. Gerne auch an der frischen Luft. Und ich denke, was sollen wir heute tun? Oder wir machen alle mit und das ist ganz prima. Ja, ich kann da eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ich kann von Sie was dazu sagen. Ich denke, da hat es eigentlich nicht wieder gegen die Worte zu halten, oder? Absolut. Also viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich glaube, das ist alles genauso getroffen. Okay. Und mit der Resonanz, wenn ich frage, ist man zufrieden, das wäre eine nur Frage, aber ich glaube, Sie sind zufrieden, oder? Mehr als zufrieden, absolut. Ich habe noch einen Tipp. Okay, dann gibt es noch hier einen Tipp. Ich habe noch einen Tipp. Ich denke mal, wenn wir alle, die heute hier sind, sagen, nächstes Jahr, entweder am letzten Maiwochenende oder am ersten Juniwochenende, nehmen wir den einen und den anderen mit, dann entwickelt sich das vielleicht zu einem Traditionslauf und das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Herzlichen Dank. Ich glaube, da habe ich auch nichts mehr zu sagen. Das war ein guter Team. Dankeschön.
Ansonsten bleibt bitte zur Siegerehrung hier. Okay, in diesem Fall werde ich zählen. Die Bürgermeisterin schießt dann bitte, wenn ich kleiner bin als 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ab geht's. So, ich frage mal in Richtung Projektleitung. Brauchen wir die Zeit auf der Uhr hier noch, sonst stelle ich 10er-Zeit ein. Wir sind bei 36 Minuten gleich 20 Sekunden. Das heißt, wir sind unter 3 Minuten 40 auf den Kilometer. Startnummer 382. Herzlich willkommen. Glückwunsch. Christopher Kamphaus vom RC Viktoria Neheim. Wohnt in Arsberg. Der zweite kommt. Und wie war's? Anstrengend. Windig. Läuft eine M30 und er läuft eine 37,50. Das ist eine 3,47 auf den Kilometer. 50, da kommt sie. Wie von mir prognostiziert, ist ein paar Mal einmal mehr und sie läuft heute die 10 Kilometer deutlicher. 39,58, also ganz knapp unterm 40er Schnitt hier. Das ist wunderbar. In diesem Jahr Langenberger Volkswagen in 44,24 schon gelaufen. Das waren aber die 11 Kilometer. Das ist Christopher Schumacher, ein weiterer 23er und er hat mit 40 Tief gelaufen. Der Vierer Schnitt auf den Kilometer. Ja, wer versucht sich sowas vorzustellen, das ist ein Vierer Schnitt, ist unter 1,25 auf Halbmarathon. Schwierigkeit auf der Strecke zu bleiben. Ja. Caroline, zweite Frau, 48, 15, 4, 49 auf den Kilometer. Andi Kaiser vom BC 70 Soest. Katharina Nübel aus Werl. Sehr schön, Katharina, eine 50, 47, nicht ganz 5,5 auf den Kilometer. Dann kommt Hartmut Kendlich, der Hubert Mosse, das ist nicht schlimm, oder? Ja, ein bisschen. Und sonst? Sehr windig. Sonst super. Ja, das kannst super, du ja. Schönen Tag und Sie noch und viel Spaß. Dankeschön. Guten Tag. Servus. Abgekämpft. Und glücklich, genau. 38 hier der Maskott. Dann Claudia Galler und in ihrem zweiten Lauf die Dame der Windig, nur windig. Schatz, windig. 85, das ist der Lana Oma vom Carlos Kavanaut. Eine bunte, lustige Truppe. Platz Nummer 3, Startnummer 118 in 50,42, Katharina Nübel.
Auf die. In 48,12 auf dem zweiten Platz mit der Klappe Nummer 409, Caroline Heiser. Ja, und der Jochen hat gesagt, dass er sie gesehen hat. Das ist für die Favoriten ganz klar. Startnummer 153. Unter 40 Minuten in 39,59, Lucien Kramer. Nummer 121, auch im letzten Jahr, glaube ich, Zweiter, Luca Schröder, 36,36. Und wenn ich das auch richtig im Kopf habe, Vorjahressieger, Titelverleiher, das stimmt, ne? Mit der Startnummer 382 in 36,18 vom Erzgebirge Viktoria Mannheim, Christopher Kamphaus. Super angekommen. Wir sehen uns nächstes Jahr um die gleiche Uhrzeit wie immer zum letzten Sonntag im Mai. Das gibt auch nicht, glaube ich, der 1. Juli, das ist auch schon mal passiert.